zu einer Sondersendung der RSH News. Mein Name ist Tobias Bauer. Und ich bin Florian Geis. Wasser ist unser Lebenselixier. Aber Florian, nicht jedem ist bewusst, wo Wasser eine Rolle spielt. Das stimmt, Tobias. Deshalb hat die Klasse 10a für uns die Familie Wassertropf auf ihrer Reise durch den Tag begleitet. Ja, Kinder, was wollt ihr heute machen? Endlich unsere Reise. Dann könnt ihr mal sehen, wofür wir alles gebraucht werden. Ich will als Erster. Juhu! Was machst du da? Ich ernte die Kartoffeln auf meinem Feld. Weißt du, dass 1 Kilogramm Kartoffeln das Doppelte an Wasser brauchen wie du am Tag, nämlich ca. 250 Liter? Brauchst du sonst noch etwas an? Ja, Reis und Weizen. Das sind sehr große Wasserverbraucher. Denn 1 Kilogramm Reis verbraucht 3400 und 1 Kilogramm Weizen 1300 Liter Wasser. Das ist doch nicht viel. Für ein Genussmittel, zum Beispiel Kaffee, benötigt man 20.000 Liter Wasser pro Kilogramm. Und davon wird man nicht satt. So, jetzt muss ich aber wieder weiter. Yeah! Entschuldigen Sie, Herr Fisch, ich hätte ein paar Fragen an Sie. Ja, okay, aber schnell, ich habe nicht lange Zeit. Meine erste Frage wäre, was weißt du allgemein über Wasser? So viel ich weiß, gibt es über 1300 Trillionen Liter Wasser, wovon 96% Salzwasser sind. Okay, jedoch habe ich nur noch Zeit für eine Frage. Also gut, als letztes möchte ich noch etwas über die Lebewesen, die das Wasser als Lebensraum nutzen, wissen. Es wurden bisher über 3500 Fischarten erforscht, wobei viele noch nicht entdeckt wurden. Es wird jedoch schwer bei einer Tiefe von bis zu 11 Kilometern. Aber jetzt muss ich wirklich weiter. Dann bedanke ich mich für die Informationen und wünsche dir noch einen schönen Tag. Yippie! Was passiert mit mir? Du wirst gerade in einen Pumpspeichersee hinaufgepumpt. Das macht mich jetzt schon neugierig. Was passiert dort? Gute Frage. Während Menschen wenig Energie verbrauchen, füllen wir einen See, der höher liegt als ein Fluss. Man kann den See dann als große Batterie betrachten. Wenn Menschen dann wieder sehr viel Energie verbrauchen, wird die Batterie entleert und du fließt den Berg hinab und treibst eine Turbine an, die dann Strom für den Verbraucher erzeugt. Oh. Danke für die Informationen. Yippie! Oh, das Wetter ist heute richtig gut zum Baden. Yippie! Heute ist das Skifahren aber wieder schön. Aber wusstest du, dass Schnee und Wasser nicht nur Spaß machen kann, sondern auch Naturkatastrophen wie Lawinen und Hochwasser auslösen, wo jährlich hunderte Menschen sterben? Für Fabriken wird das Wasser meistens aus Flüssen oder dem Meer gewonnen, um die Wasserversorgung zu sichern. Wasser aus Seen, Flüssen und Meeren wird in Aufbereitungsanlagen gepumpt und dort aufbereitet, um es als Trink- und Brauchwasser verwenden zu können. Von diesen Anlagen kommt das Wasser direkt in die Leitungen unserer Häuser. So leicht wie diese Person haben es nicht alle, an sauberes Wasser zu gelangen.
Mit dem Gang auf die Toilette beginnt der Kreislauf des Wassers wieder von vorne. Es durchläuft verschiedene Stationen, wie zum Beispiel Kläranlagen, und wird somit wieder aufbereitet. In einer Papierfabrik wird viel Holz verarbeitet. Zum Befeuchten des Holzes wird viel Wasser verbraucht. Für die Industrie werden ca. 20% des verfügbaren Süßwassers gebraucht. Für die Landwirtschaft werden weitere 75% benötigt. Durch diesen enorm hohen Wasserverbrauch wird die Wasserknappheit in den nächsten Jahren noch verstärkt. Von den einzelnen Fabriken gelangt das Wasser in die Kanalisation. Das geklärte Wasser wird dann wieder in Seen, Flüsse oder Meere zurückgepumpt. Wasser ist für uns wichtig, weil es einfach eines der wichtigsten Elemente ist und wir es in alle Lebensbereiche brauchen. Die Wasserknappheit ist einfach das größte globale Problem und bereits heutzutage haben schon ca. 900 Millionen Menschen keinen Zugang zu einer richtigen und hygienischen Wasserversorgung und das wird sich in den nächsten Jahren noch verschlimmern. Ca. 1,2 Milliarden Menschen leben heutzutage schon in Gebieten, die wo sehr wenig Wasser haben und das werden auch immer mehr werden. Durch die steigende Weltbevölkerung werden in 10 bis 15 Jahren ca. 1,8 Milliarden Menschen von dieser Wasserknappheit betroffen sein. Das zeigt uns einfach, dass wir mit dem Wasser sparsamer umgehen müssen. Also für mich ist Wasser wichtig, weil wir das Thema Leben unter Wasser gehabt haben und da ist mir klar geworden, dass Wasser einen Lebensraum für viele Lebewesen bildet und dass ohne Wasser viel Leben gar nicht möglich wäre oder in unserem Fall gar kein Leben auf der Erde, weil das ganze Leben vom Wasser abhängig ist. Also ich finde das besonders spannend an Wasser, dass es eigentlich ein ziemlich mächtiges Element ist. Wenn man jetzt zum Beispiel Hochwasser hat, dann kann man eigentlich nichts dagegen tun. Und das Einzige, was man da dagegen dann tun kann, ist eigentlich, dass man flüchtet davon. Und wir haben uns mit dem Thema Freizeit beschäftigt, wo Wasser eine sehr wichtige Rolle spielt. Man braucht Wasser zum Beispiel im Sommer, wenn man an einem heißen Tag ins Schwimmbad geht oder wenn man Hobbys wie zum Beispiel Surfen oder andere Aktivitäten ausübt. Und im Winter kann man ohne Wasser auch nicht Skifahren. Aber das Wichtigste ist natürlich das Trinkwasser. Ja, da stimme ich dazu. Es werden aber nur 3-4% von den öffentlichen Wasserversorgern zur Trinkwassergewinnung gebraucht. Das ist sehr wenig. Für was wird dann das ganze andere Wasser gebraucht? Wisst ihr das? Kleiner Tipp nebenbei. Wenn ihr im Film aufgepasst habt, dann wisst ihr ja schon ein bisschen Bescheid.